jetzt kann man erstmal, um sich daran zu erinnern, wir haben so eine super Belohnung hier dabei, die ansprechen und damit belohnen. Was ich vorbereite ist, ist er schon auf? Ich mache den auf und sie kriegt gleich das Angebot, hier zu riechen. Das reicht, hier ist auch Geruch schon dran. Super. So. Ich halte den Geruch hin, gehe mit der Belohnung ran und nehme beides ruhig weg. So, jetzt gehe ich wieder mit dem Geruch hin, nehme beides, halte die Belohnung an den Geruch und gehe einen Schritt zurück. Jetzt kommt der Geruch wieder hin, die Belohnung kommt nach dem Geruch. Ich nehme beides ruhig weg. Und wenn sie hochspringt, alles, das darf sie jetzt. Da gibt es kein Fui-Nein oder sonst was. Idee verstanden? Ja. Das kannst du dir hinterm Rücken halten. Ist am einfachsten, das Tuch, also den Geruch, einmal so, ja. Und wenn sie es greifen würde, bitte kein Pfui am Geruch, ja, dann nimmst du es ruhig weg. Okay. So. Erste Geruch, jetzt ja loben und den Geruch dran lassen. Jetzt beides weg, geh einen Schritt zurück, halt den Geruch hin, lob sie, nimm den Geruch, ja super, das machst du gut. Nimm beides ruhig weg. Machen wir noch ein bisschen auf, das ist gut so. So. Geruch hinhalten, loben und super. Gut. Jetzt nicht. Hinhalten, loben, beides ruhig weg. Geh einen Schritt zurück, halte den Geruch hin. Fein machst du das, darfst du sagen, ja super. So, und jetzt beides weg. Und dann gibt es bei mir ein Pausezeichen, das war's. Abgelenkt ist. Ja. Dann lass sie ruhig gucken. Genau. Du bereitest dich in Ruhe vor. Ja. Und lass sie ruhig, sie darf dich angucken. Sag mal nichts. Jetzt halt dir mal nur den Geruch hin, mal sehen, wie sie reagiert. Riech sie mal. Und sie weiß schon, ich rieche das, dann geht der, die Nase zum Leckerli. Das heißt, sie hat einfach einen kleinen Schritt zurück, hat den Boden gelegt. Ja, super, loben. Sehr schön. Halt sie hin. Super. Dann kannst du zur Seite gehen und machst es gerade gerade. Ruhig drücken, dass auch was rauskommt. Man kann auch vorher manchmal drücken bei dem. Ja. Ja. Super. Drück ruhig fest, du kannst auch mit der Hand drücken. Geruch nochmal wieder an die Nase, ne? Bis das gekoppelt ist. Super, das reicht. Und jetzt machst du, gibst es mir und du machst ihr das Endezeichen. Kennst du das? Klatschen. Einfach, das war's. Bis dann. Gut. Machst du.